Say na na na. Marco, ich brauche dringend einen Klaps auf den Hinterkopf. Ich krieg Serhat nicht aus dem Kopf. Au! Jetzt ist die Schweiz drin. Merci, Cherie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien. Mir gegenüber sitzt Marco Schreuder. Und mein Vis-à-vis ist Algis Vlasakakis. Das Thema heute, Merci Jury, Teil 3. Jawohl, es ist die dritte Episode von insgesamt 4. Wir machen Songchecks aller 41 Eurovision Song Contest Songs. Jede Woche mit 2 Überraschungsgäste. Und wer das dieses Mal ist, das werdet ihr gleich erfahren. Wir kümmern uns heute um das zweite Semifinale, um die erste Hälfte des zweiten Semifinales. Also wir haben noch ein paar Big Five-Nummern mit dabei und schauen wir mal, was rauskommt. Die Punktevergabe, wie immer beim Eurovision Song Contest, gibt es zwischen 0 und 12 Punkte. Jeder und jede Jurymitglied darf 0 bis 12 Punkte geben, natürlich keine 9 und keine 11. Und am Ende werden wir sehen, wer Sieger oder Siegerin unserer Merci-Jury ist. Genau, und ihr findet alle Songs natürlich in den Shownotes. Ihr findet auch die Songs der Gäste in den Shownotes, etwaige Links in den Shownotes. Und die findet ihr unter merci-jury.at. Ich würde vorschlagen, wir legen los. Let's go. Say na na na. Alkis, wir haben 2 Gäste. Wir begrüßen bei uns heute die Kerstin Schirr. Hallo. Und den Max Bauer. Hallo, hi. Wir lernen euch noch kennen, würde ich vorschlagen, ja, im Laufe der Episode. Aber wir wollen gleich loslegen, weil wir sind schon so neugierig und schon so in the mood. Seid ihr es auch? Ja. Yeah. Yes. Erster Song? Let's do it. Let's do it. Song Nummer 1. Deutschland. Sisters mit Sister. Das Duo Sisters wurde ja extra für den Song Contest gebildet und das besteht aus Laura Kestel und Carlotta Thumann. Beide haben Castingshow-Erfahrung. Die Laura zum Beispiel war früher beim Kiddie Contest des ORFs und hat dort Crying at the Discotheque gesungen. Oh, nice. Nur zur Information. Ich glaube, ich muss nochmal auf YouTube schauen. Der Song wurde bereits für den letztjährigen Vorentscheid in der Schweiz eingereicht, beziehungsweise er wurde dort im Songwriter Bootcamp geschrieben, schaffte es aber nicht in die Live-Shows und so konnte er noch einmal angeboten werden und die Deutschen haben zugegriffen. Komponiert und getextet wurde er von Marin Kaltenbacher, Tom Oehler, Thomas Steingart und Laurel Barker. Sollte wer den Namen Laurel Barker schon mal gehört haben, sie ist auch die Mitsongwriterin für den britischen und den Schweizer Beitrag. Na dann, legen wir los. Kerstin. Ja, also Alkis, zuerst mal, ich habe jetzt tatsächlich noch viel Neues gelernt. Fun Fact, dass dieser Song eigentlich schon letztes Jahr dabei sein sollte. Und dass ihn da niemand wollte in der Schweiz. Ja. Sagt das etwas über die Schweiz oder über Sisters oder über wen? Genau, ja. Danke Marco für diesen Input. Ich möchte nämlich sagen, ich stehe dazu, ich mag diesen Song. Eine Guilty Pleasure vielleicht, aber ich finde diese Mädels einfach gut und ich finde, der Song erzählt eine Geschichte, die nicht schon 1000-mal gehört wurde. Ich finde, es ist ein recht spezifischer Text, der auch viel erzählt und wo sich die Geschichte über jede Strophe entwickelt. Und das gibt es nicht so oft beim Song Contest. Und auch ein recht spezifisches Thema, so die Beziehung und Konkurrenz zwischen 2 Schwestern. Also Pluspunkte dafür. Und die Mädels finde ich einfach geil. Diese bodenständigen, jungen, knackigen Mädels, die man genauso gut im Bollwerk treffen könnte, kriegen einfach Sympathiepunkte. Aber dann mit diesem Outfit, den sie bei der Vorausscheidung hatten, oder? Definitiv, mit den voluminösen Haaren und den heißen, engen Outfits. Jupp. Wie viele Punkte würdest du geben? 8 bis 10. Du musst dich entscheiden. Ja, 9 gibt's nicht. Heute mal wild und sag
10. Wow. Es ist ein Song, bei dem ich mir vorstellen kann, im Euroclub Club zu stehen und Max anzuschreien. Sister! Ich weiß nicht, ob ich zurückschreien werde. Das werden wir gleich erfahren, aber der Alk ist es jetzt dran. Also, ich habe ja damals den Vorentscheid nicht live gesehen, sondern erst im Nachhinein, sodass ich dann tatsächlich zuerst den Song gesehen habe und überrascht war über die Qualität heuer der Inszenierungen. Also der deutsche Vorentscheid war qualitätvoller als sonst. Nicht, was das Gesangliche angeht, aber tatsächlich von der Inszenierung, von den Kostümen, von dem ganzen Produktionstechnischen war das schon recht gut. Die Visuals waren speziell sehr, sehr gut. Also ich bin nicht ganz undankbar gewesen, dass dieser Song gewonnen hat. Er ist gar nicht so übel. Ja, natürlich, die Umstände, wie er reingekommen ist, war jetzt nicht so schön. Aber schlussendlich zählt das Ergebnis. Am Abend des Song Contests interessiert das keine Sau, ob die jetzt vorne schon auf der Liste standen oder nicht. Der Song funktioniert, die beiden können singen. Wenn sie jetzt noch bitte diese Kunstlederhose oder Leica-Hose oder was auch immer das ist ersetzten, dann ist das wirklich eine runde Kerstin Sache. Protestiert. Und ich gebe wirklich gute 8 Punkte. Ich mag das. Schön, Alkis, das freut mich jetzt richtig. Kleiner Einspruch, ich finde nur eine von ihnen kann wirklich singen. Aber das trägt irgendwie dazu bei, dass es so geil ist. Diese Harmonien immer an der Grenze zur Disharmonie. Also haben wir ja nur die dunkle Sister singt schön, finde ich. Ich bin fassungslos, muss ich sagen. Dann sag uns deine Wertung. 10 Punkte, 8 Punkte, wow. Nein, also ich muss ihnen auch lassen. Ich finde auch, sie können ganz gut singen. Aber wenn man den deutschen Vorentscheid gesehen hat, ich will jetzt nicht zu sehr dem nachweinen, weil es ist, wie es ist, aber ich finde es schon schade, dass es der Song geworden ist. War sehr überrascht. Und wenn man sich dann drauf einlässt, gibt es da einfach vieles, was nicht stimmt. Sie schreien sich da an auf dieser drehenden Scheibe, die sie im Vorentscheid hatten. Ich hoffe, die lassen sie in Deutschland und nehmen sie nicht mit nach Israel. Na, also das funktioniert einfach nicht auf so vielen Ebenen. Also wie sie singen, den Punkt mit der Geschichte gebe ich dir auch. Und ich habe jetzt ja schon ein paar Pluspunkte genannt. Also es wird jetzt kein Einpünkter bei mir, aber nicht so viele. Ich würde sagen, 5 Punkte von mir. Das ist eh groß. Ja, einen Sympathiepunkt inklusive, weil die Dunkelhaarige, die Laurita, die habe ich zufällig getroffen vor 2 Wochen oder so in Berlin in einem Club. Da war sie einfach und hat anderen Leuten ihren Song Contest Beitrag gezeigt am Handy über YouTube und das fand ich irgendwie sympathisch und süß und dafür kriegt auch ein bisschen verzweifelt vielleicht. Aber. Nein, ich fand's lieb. Also 5 Punkte für Deutschland. Alright, jetzt bin ich also als Letzter dran. Also ich weine Lillemon Clouds hinterher. Ich sag's ehrlich, wie es ist. Also das war, ich höre den Song heute noch auf meiner Playlist. Und das habe ich auch in Deutschland im Radio schon gehört. Also. Ja. Aber sei es drum, es wurde Sister von Sisters. Die keine Sisters sind. Die keine Sisters sind. Ja, ich finde, den Song ist so mittelmäßig, er tut nicht weh, aber ist auch nichts Besonderes. Mir ist er eigentlich relativ egal, um es ganz ehrlich zu sagen. Ich bin ja immer so ein bisschen dafür, dass die Dachländer, also Deutschland, Österreich und die Schweiz, sich so ein bisschen supporten. Also da bin ich ja schon dafür, weil das machen ja die anderen Regionen ja auch. Aber ich kann mit dem Song einfach nicht warm werden und das wirklich Schlimme ist, je öfter ich ihn höre, desto weniger mag ich ihn. Es ist, oh je. Ja, du musst ihn nur einmal hören. Ja, naja, stimmt. Das stimmt. Was ich sehr mutig finde, und dafür gibt es einen Bonuspunkt, es ist, glaube ich, das allererste Mal, dass beim Eurovision Song Contest die Textzeile vorkommt, I'm tired of competing. Das fand ich irgendwie ziemlich lustig. Sehr gut. Und von mir gibt es 4 Punkte. Ja. Dann kommen wir gleich zum nächsten Song, wenn ich schon dran bin. Wir fahren weit weg nach Armenien zu Sırbuk mit dem Song Walking Out. Die Sängerin aus Jerewan lernte am Konservatorium nicht nur Gesang, sondern auch das Instrument Kanun zu spielen. Toll. Das ist diese orientalische Form der Zither. Bei X-Factor 2010 wurde sie Zweite. 2018 wurde sie bei The Voice of the Ukraine
oder of Ukraine, eigentlich ein ziemliche Station für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Eurovision Song Contest aus vielen Ex-Sowjetländern, wurde sie Vierte. Sie war als Sängerin nominiert, schon bereits in Armenien. Dann durften Komponisten Songs einreichen für sie. Ja, und am Ende wurde es Walking Out von Lost Capital und Garek Popayan, also eh von armenischen Komponisten, die den Song komponiert haben. Und Alkis, du darfst beginnen. Also für mich hat das irgendwie Israel 2014 ganz weit oben geschrieben. Also hilf uns mal wieder. Mai Feingold war das. Ah, ja. Es ist eine rockige Nummer. Es ist irgendwie sehr laut, sehr aggressiv, sehr energisch. Ich werde trotzdem nicht ganz warm damit. Es ist immer noch besser als viele andere Nummern, die wir im Laufe des Song Contests, des diesjährigen Song Contests zu hören bekommen haben. Ich würde jetzt nicht noch einmal 8 Punkte geben wollen, weil so gut ist es dann doch nicht. Ich gebe 6 Punkte. Da gebe ich dir ganz recht, Alkis. Also auch 6 Punkte von mir. Es ist, wie du sagst, ein cooler Song. Ein cooler Song, ein kraftvoller Song. Aber ja, es fehlt dann doch was. 2 Minuten geht es so dahin und dann erst die dritte Minute wird so richtig cool. Also da hätte ich mir schon vorher eine Steigerung erwartet. Überhaupt, wenn man das Video auch kennt. Sehr cooles Video in Schwarz-Weiß. Sie als sehr taffe Frau mit ein paar Tänzern. Coole Choreo. Also ich meine, wenn sie das auf die Bühne dann bringen in Tel Aviv, dann kann das schon mehr wirken. Aber allein vom Song her bleibe ich bei der 6. Mir geht's ähnlich wie euch. Also am Anfang catcht mich der Song total in der ersten Minute. In der zweiten Minute drifte ich ab und höre den Song nicht mehr. Und in der dritten Minute fängt sie mit dem an, was ich eigentlich immer hasse bei Song Contest Liedern. Wenn man so drauf losschreit, um zu zeigen, hört mal, was für eine Range ich habe. Und sie schreit fürchterlich in dem Song und ich mag das nicht. Ja. Deswegen für die Komposition müsste ich ja eigentlich sehr hohe Punkte geben. Für die Wiederholungen dann gibt's dann Abzüge und das Geschrei, so viele Abzüge, dass am Ende nur noch 5 Punkte übrig bleiben. Ich glaube, es wird ins Finale kommen, weil ja auch Armenien und ich glaube, dass es ganz viele mögen und dieses Geschrei beeindruckt immer ganz viele Leute. Nur ich brauch's heute nicht. Ja. Ja, ich schließe mich da eigentlich an. Ich sage meine Wertung gleich vorweg. Auch 6 Punkte. Ich finde auch, es beginnt stark, verliert mich dann aber nach 2 Drittel spätestens. Nervt mich allerdings auch nicht mehr am Ende. Es verliert mich einfach. Ich bin dann ganz abgespaced. Ich finde es ganz cool, dass sie so eine starke Frau ist. Generell kommt mir vor, das wird immer mehr so ein Theme beim Song Contest. Starke, unabhängige, coole Frauen. Dafür vielleicht Pluspunkte. Aber der Song, ja, reißt einen nicht mit. Mich zumindest nicht. Dänemark schickt Leonora mit Love is Forever. Leonora ist ja sehr jung, sie ist 21 und hat tatsächlich schon eine sehr erfolgreiche andere Karriere hinter sich. Sie war nämlich Eiskunstläuferin, jetzt singt sie. Der Song wird auf 4 verschiedene Sprachen, nämlich auf Englisch, Französisch, Dänisch und Deutsch gesungen. Quasi das Ein bisschen Frieden von 2019. Ob es da auch so weit kommt wie damals Ein bisschen Frieden? Nein. Und es löst auch keinen Frieden in mir aus, muss ich sagen. Ich werde ziemlich unrund, wenn ich da zuschaue. Vielleicht auch, weil sie so nervös ist. Also es gibt dieses eine Video, das offizielle ist von dem Auftritt im Vorentscheid von Dänemark. Und da ist sie doch sehr nervös und das muss sie echt in den Griff kriegen. Und der Song an sich auch, also sowas von, ja, also Ende der 90er hätte das perfekt gepasst. Aber so, sie hätte beim Eiskunstlauf bleiben sollen. Also ich finde es ganz süß, sie ist ganz süß. 2 Punkte für sie ist süß, sonst ist es nur nervig. Ja, dieser Song spaltet offensichtlich ganz viele Leute, weil ich kenne wirklich Fans dieses Songs. Wirklich? Ich gehöre nicht dazu. Zwar hat mir mal ein Musikwissenschaftler mal erklärt, warum Mozart besser als Salieri ist, weil der Mozart in Wahrheit einfacher ist und die Einfachheit immer die schwierigere Kunst ist, nämlich genial zu klingen aufgrund der Einfachheit. Dieser Song ist mir aber ein bisschen zu simpel gestrickt. Ja. Ich finde, das ist ein Kinderlied.
Das ist kein Popsong, das ist kein moderner Popsong, das ist kein Song, den ich im Radio hören möchte, sondern höchstens so irgendwie so kurz vorm Einschlafen, so das Betthupferl für kleine Kinder. Wäre das gut, ja, so als gute Nachtgeschichte. Sie inszeniert das natürlich auch so mit diesem kleinen Kind auf dem großen Stuhl und so, und das ist ja auch scheinbar beabsichtigt. Ich finde, ein bisschen Frieden 2.0 wird das nicht. Wobei ich ein bisschen Frieden ist ja auch einer der Songs, die ich so überhaupt nicht mag. What? Von all diesen Siegerliedern. Nein, ich mag ich den auch Song nicht. Das ist auch banal, aber auf eine bessere Art. Aber in der Zeit, in der es war, hat es schon eine Berechtigung gehabt. In derselben Jahrgang gab es von Finnlands Nuko Pommen so eine Punk-Nummer gegen Atomwaffen. Ist mit 0 Punkte letzter geworden, finde ich immer noch besser als ein bisschen Frieden. Ja, Neutronenbomben waren damals nicht en vogue. Ich war damals 18, als ein bisschen Frieden gewonnen hat. Es war furchtbar. Ja, das war auch dagegen. Der Song Contest war auch ein anderer damals noch. Ja. Deswegen passt auch dieser Song, wie du sagst. Genau. Und von mir gibt es für die Leonora auch nur 2 Punkte. 2, finde ich schon stark. Für mich ist das wirklich einer der Hass-Songs heuer. Also ich habe auch gar nicht viel dazu zu sagen. Nur, wie dumm kann ein Lied sein? Was geht mit dem Franzosen-Klischee? Was hat das überhaupt mit Dänemark zu tun oder mit der Botschaft? Ist die Liebe aus Frankreich oder was ist da genau die Verbindung? Kann ich 0 Punkte geben? Darfst ja. du? Ja, 0. Wow. Ich das muss ist das erste Mal. Ja, einen kleinen Einspruch machen, also punktemäßig sind wir nicht weiter so nannt. Aber Zoe hat ja auch auf Französisch gesungen, also ich finde, jeder soll singen, in welcher Sprache er möchte. Ja, gerne, vor allem, weil sie ja in 4 oder 5 Sprachen singt, aber dann auch noch dieses extreme französische Klischee zu bemühen mit den gestreiften T-Shirts und den Halsschleifen. Ja, aber dir ging es, glaube ich, darum auch, warum in dem Song, du hast im Inhalt des Songs keine Logik gefunden, warum man den anderen, es wirkt ein bisschen anbiedernd, das ja. fand ich auch, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, weil Zoé hat es zumindest nur auf Französisch gesungen und Nicole-Vergleich stimmt ja auch nicht ganz, weil sie hat es ja nur bei der Siegerreprise mehrsprachig gesungen, während ihr Auftritt, der bewertet wurde, ja nur deutschsprachig war. Der durfte ja damals auch nur deutsch sein. Ja, ja. Ich bin jetzt auch irgendwie hin und her gerissen zwischen 0 und 2 Punkten, weil... Oh Gott, wir mögen alle 4 nicht. Nein, okay. Ich höre den Song und ich denke immer nur Lemon Tree, Lemon Tree, Lemon Tree. Das ist gemein gegenüber Lemon Tree. Ja, Lemon Tree lief damals auch gerade bei Ö3 rauf und runter in den 90ern und es ging schon sehr in die Gehörgänge hinein und sehr auf viele, viele Nerven, nämlich auf meine. Entsprechend, ich mag es nicht aus dem Grund, weil es klingt so, als ob es mich sehr, sehr schnell nerven wird. Ich bin allerdings so fair, dass ich sage, sie bringt das einigermaßen gut rüber. Sie singt nicht falsch. Es ist recht hübsch inszeniert. Ist wenn es? Auch, ja, wenn auch nicht sehr schlüssig. 2 Punkte reichen aber wirklich. Dann würde ich vorschlagen, wir halten uns auch gar nicht leider damit auf. Kerstin, sei nicht entsetzt, weil jetzt wollen wir dich kennenlernen. Gut. Wer ist die Kerstin in einer Minute? Nein. Du bist aus Graz. Genau. Ja, bist irgendwann nach Wien gekommen, ich nehme an, um hier zu studieren. So ist es. Nein, ich habe tatsächlich noch in Graz studiert. Für die Arbeit bin ich nach Wien gekommen. Okay, und welche Arbeit machst du? Ich bin bei einer NGO, die Opfer von häuslicher Gewalt unterstützt. Also ich bin Juristin. Aber die gute Art, sage ich immer gern dazu. Also ich habe einen Fokus auf Menschenrechten und seit einigen Jahren bin ich eben bei dieser NGO. Also mein Arbeitsalltag ist weniger fröhlich und positiv und leichtfüßig als mein kleines Hobby. Großes Hobby, die Eurovision. Ist ein guter Ausgleich aber. Ja, verstehe ich. Ich nehme an, dass du viel, ja, darf ich so sagen, Elend siehst. Ja. Ja, viel Ungerechtigkeit auch und viele wirklich belastende Geschichten und viele Situationen, in denen ich mir auch wirklich sehr Sorgen mache um meine Klientinnen. Also ja, insgesamt natürlich kein besonders fröhlicher Job, aber so ist es generell im menschenrechtlichen Bereich. Also Jobs gibt es nur, weil es Probleme gibt mit Menschenrechtsverletzungen, welcher Art auch immer. Wenn es die nicht geben würde, wären wir eh alle arbeitslos. Wäre dann eine bessere Welt natürlich auch. Wann bist du zum Song Contest gekommen? Ich schaue ihn schon, seit ich mich erinnern kann. Mit 10 oder 11 gab es so einen Schlüsselmoment, weil da habe ich meine noch immer beste Freundin kennengelernt. Und wir haben das zusammengeschaut und ab da dann jedes Jahr zusammen. Und als Serbien gewonnen hat, 2007,
da waren wir ja noch ganz naiv und wussten noch gar nicht, was das alles für eine Maschinerie ist, die dahinter steckt. Und haben uns irgendwie gedacht, mal lustig, jetzt ist ein quasi Nachbarland, da fahren wir jetzt hin und kaufen uns Tickets und machen was ganz Absurdes, was sonst niemand macht. Und dann haben wir erst langsam herausgefunden, wie viele Menschen das machen und wie teuer es auch ist tatsächlich und dass man sich dann nicht einfach sein Ticket kaufen kann, sondern beim Fanclub sein muss, wenn man im Fansektor stehen möchte. Und so über die Jahre haben wir uns da aber immer weiter hineingearbeitet in diese Blase der Eurovision. Seid ihr dann 2008 auch dort gewesen? Sind wir tatsächlich. Ja. Haben dann aber keine Tickets mehr bekommen. Belgrad war das. Belgrad, genau. Haben aber ja so die Atmosphäre genossen, auch nur 3 Tage lang, also übers Wochenende vom Finale. Und das war aber alles noch, bevor wir Max kennengelernt haben, weil Max hat unserem Eurovision-Duo dann nochmal so einen Push verliehen. Seither sind wir ein Trio. Ja, ist halt so ein richtiger Klick, ne? Ja, wenn man das so nennen will. Ja, groß an Anna an dieser Stelle. Ja, genau. Ja, und mit Max kam dann eben jemand dazu, der unabhängig von uns die gleiche oder sogar noch mehr Begeisterung für den Song Contest hatte. Und gegenseitig haben wir uns dann halt so hochgeschaukelt und gepusht und uns dem Fanclub angeschlossen. Mittlerweile bin ich auch im Vorstand. Also es ist viel passiert. Und seither waren wir... Viel Gutes. Seither waren wir, wie oft beim Song Contest? 8-mal gemeinsam? Lass es uns nachrechnen. Nein, ich muss überlegen kurz. Ja, aber ich kann mich erinnern, weil ich habe euch beide ja kennengelernt 2012 in Baku in Aserbaidschan. Mhm. Da waren ja eine Handvoll österreichische Fans. Also wir waren ja wirklich da ziemlich einsam und alleine dort mit der Rot-Weiß-Rot-Fähnchen. Das stimmt. Es war ja nun auch nicht unbedingt jetzt der Song, wo man vielleicht mit großer Begeisterung... aber mir hat es ja gefallen. Ich bin ja immer noch... Ich mag Bocke mit dem Popo immer noch. Ach, dazu gibt's ja auch. Kerstin hat es geliebt. Gute Anekdoten. Damals. Ja, ich habe mich dazu hinreißen lassen, vor laufendem Mikrofon zu sagen, es ist mein liebster Song dieses Jahr, es ist mein Favorit. Und damit wurde ich dann zitiert in irgendeinem APA-Bericht, der auf relevant.at erschienen ist. Der Name sagt schon alles. Ja, also ich war insofern interessant, Fan-Bow. Weil ich war in dem Jahr, damals gab es noch eine ORF-Sendung, die hieß Club 2. Mhm. Die wurde von der Corinna Milborn moderiert. Mhm. Und da wurde darüber diskutiert, ob Woke mit deinem Popo sexistisch sei. Und du bist heute gekommen mit dem T-Shirt The Future is Female. Mhm. Und ich folge ja auch deine Postings auf Facebook. Und du bist ja eine große Kämpferin für den Feminismus, das kann man so sagen. Ja. Da ist es ja auch eigentlich ganz spannend, weil du siehst ja die unterschiedlichen Frauenbilder auch auf der Bühne des Eurovision Song Contest und immer eine sehr andere Form der Repräsentanz von Weiblichkeit. Nehmen wir nur mal die zwei, die voriges Jahr auf Platz 1 und 2 gelandet sind, ja. Aus Israel und aus Zypern. Wie siehst du das aus einer feministischen Perspektive? Ja, manchmal schwierig natürlich. Also meine persönlichen Überzeugungen und zum Teil auch eben meinen Beruf zu vereinen mit meiner privaten Begeisterung für den Song Contest. Ich finde halt auch, was beim Song Contest auf der Bühne passiert, ist jetzt nicht schlimmer, als was generell in der Mainstream-Popmusik passiert, also ungefähr auf dem gleichen Level. Ich sehe es halt positiv, dass in letzter Zeit, wie schon erwähnt, der Trend eher in Richtung starke, unabhängige Frauen geht. Ich glaube, Netta hat da auch eine neue Ära vielleicht eingeläutet. Und ich muss sagen, dass ich mich letztes Jahr schon sehr gefreut habe, weil ich das Gefühl hatte, es läuft so hinaus auf einen Zweikampf der sehr unterschiedlichen Frauenbilder zwischen der Zypriotin und eben Netta. Die Zypriotin halt so die Sexbombe, die tanzt und heiß ist und einen recht belanglosen Song singt und Netta, die... Da würden wir uns jetzt streiten. Das ja. Haben wir schon zu Genüge Team gemacht. Fuego, oder? Ich mag beide Songs, okay. Also Toy und Fuego, sehr gerne. Ja. Aber ich glaube, man kann Eleni Fuera nicht per se unterstellen, dass sie nicht vielleicht auch eine Feministin ist. Ich weiß jetzt, kenne jetzt auch nicht die Interviews, wo sie das dauernd betont. Aber das Lustige war, ich dachte, die sieht aus wie eine Fußballergattin und kann dann drauf, sie ist eine Fußballergattin. Wirklich? Ja. Wusste ich bis jetzt nicht. Ja, ich finde trotzdem, dass Netta halt für etwas anderes gestanden ist und eben auch die Botschaft im Song selbst hatte. Ja. Und deswegen habe ich mich unter anderem deshalb auch gefreut, dass Netta dann gewonnen hat. Und ich fand, es ist der kreativere, coolere Song. Dann schlage ich vor, wir kommen zur nächsten starken Frau, Fragezeichen. Okay. Wir gehen nach Irland zu Sarah McTernan mit dem Song 22.
Bekannt wurde sie in der Castingshow The Voice of Ireland. Dort wurde sie Vierte. 2018 versuchte sie es beim Vorab-Online-Voting für San Marino. Oh. Mit dem Song Eye of the Storm. Sie wollte für San Marino an den Start gehen. Sie scheiterte aber. Der Song 22 ist jetzt ihr Beitrag für ihr wirkliches Heimatland, nämlich Irland. Und Irland ist ja Rekordgewinner. Mhm. Und die Frage ist, hat Irland 2019 noch eine Chance? Und ich muss, glaube ich, gleich selbst du beantworten. Du darfst. Nein. das ist so einer dieser Songs, die plätschern in mein rechtes Ohr rein und plätschert aus meinem linken Ohr wieder raus. Und nachher habe ich vergessen, dass er da war. Es tut mir leid, weil er ist nicht schlimm. Also er tut nicht weh, er ist harmlos. Das ist so ein klassischer Song, den ich gerne höre, so beim Zugfahren, während ich so draußen die Landschaft an mir vorbei, also meistens höre ich dann Podcast, aber wenn, so, ja. Es ist so ein bisschen so ein Anna Rossellini-Feeling, habe ich bei dem Song. Ich finde ihn halt aber auch nicht besonders aufregend. Ich finde ihn einfach nur lieb und nett und forgettable, um ehrlich zu sein. Deswegen gibt es von mir nur, ich habe mir notiert, ich habe es vergessen, 4 Punkte. Oh. Na, immerhin. Ja. Das finde ich hart. Ja. Ich gebe dir recht, dass es nicht wahnsinnig spannend ist, aber doch sehr catchy. Also nach einmal hören hatte ich tatsächlich schon einen Ohrwurm und habe das so vor mich hingesummt. Also du merkst in dir? Ja, ich absolut. Nicht. Haben wir andere Gehirnwindungen? Offenbar. Aber das the future einzige, is female. You know? Das Einzige, was mich recht nervt, ist das Video dazu mit ihrem wehenden Haar, das aber einfach nur lästigerweise ständig in ihr Gesicht weht. Am Ende hält sie ihren überlangen Pferdeschwanz schon senkrecht in die Höhe, um das irgendwie zu bändigen. Hätte man vielleicht irgendwie besser lösen können. Aber den Song finde ich ganz gut und würde 7 Punkte geben. Wow. Sehr hoch, ja. Ja, also soweit würde ich jetzt nicht gehen. Es ist ein netter Song. Ich bin jetzt ein bisschen voreingenommen. Wir haben das Video jetzt schon erwähnt. Ihr könnt es übrigens bei uns auf der Webseite dann noch nachschauen. Ich komme ja auch aus der Ecke, die mit Analogfilm arbeiten, und ich finde das Video relativ störend. Es ist jedes Mal, wenn ich das schaue, reißt es mich, weil wie kann ein abgekaschtes Bild immer noch im Video erscheinen? Nein, also das funktioniert für mich nicht. Für mich tatsächlich Lied nett, Interpretin gut, 4 Punkte. Wir wissen ja bei allen Songs noch nicht, wie das auf der Bühne dann wirklich ausschauen wird, aber vielleicht gibt dieses Video, über das ihr euch schon beide ausgelassen habt, ja auch ein bisschen einen Hinweis drauf, und es gibt einfach eine mega Windmaschine, und auch beim Song Contest dann kann sie ihr Haar nicht bändigen. Und neu und original. Zum Song weiß ich auch nichts weiter zu sagen. Ich glaube, es wird nicht mal so sein, dass sie ins Finale kommt und dann 22 wird, sondern das geht sich nicht aus, und für mich auch nur für 3 Punkte. Du meinst, sie wird im Halbfinale schon ja. 22 werden? So ungefähr. Ja, aber höchstens 22 Punkte. Ne? Ja, aber da sind ja nur, wie viel, 17, 18 dabei. Das ist richtig. Ja, Lettland, Carousel That Night. Ursprünglich waren Carousel ja eine Coverband. Damit haben sie eigentlich die ganze Zeit gespielt. Letztes Jahr haben sie angefangen, ihre eigene Musik zu kreieren. Und das Ergebnis konnte man jetzt beim Vorentscheid hören, nämlich mit That Night. Das Duo setzt sich eigentlich zusammen aus Sängerin Sabine Juga und Gitarrist Marcis Wasilewskis. Und mittlerweile wird das Duo dann von einem Bassisten und einem Schlagzeuger auch noch ergänzt. Ja, dann, Kerstin, darf ich dich bitten. Ja, tatsächlich habt ihr es geschafft, zufällig 2 meiner Hass-Songs heuer, also die beiden einzigen Hass-Songs, in diese gemacht. Kurze Runde zu quetschen. Oh, alles Absicht, alles Absicht. Ja, also wieder ein neues Faktum für mich, dass sie davor eine Coverband waren. Das erklärt jetzt irgendwie vieles für mich. Das hätten sie vielleicht auch bleiben sollen. Ja, sie heißen ja Carousel. Ich finde, ihr Song ist eine Art von Karussell, aber the worst kind, die Art nämlich, wo einem nachher einfach nur mehr schlecht ist.
Die Lyrics hätten auch banaler nicht sein können. Darf ich zitieren? Oh, 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 where are you? Oh, 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 I need you. Oh, 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 all night through. Finde ich recht gut zitiert. Ja, das könnte von Bob Dylan sein. Ja, nochmal 0 Punkte, jetzt wo ich weiß, dass ich das darf. Ja, bitte. Sie das ist gnadenlos. Ja, ja, ja. Ich persönlich finde, die Band hat wahrscheinlich Musik produziert, sogar diese Musik wurde wahrscheinlich sogar auch veröffentlicht, nämlich auf diesen ganzen Lounge-Samplers, wo man...